Zukünftig wird die Linie Teil einer digitalen Wertschöpfungskette. Dafür liefert Connected Line die notwendige Konnektivität und bündelt die erforderlichen Informationen. Wir tauchen jetzt tiefer ins Thema ein, zusammen mit Veronika Teser und Melanie Jobst. Was genau ist denn das Projekt Future Line? Was können wir uns darunter vorstellen? Bei dem Projekt Future Line haben wir gemeinsam mit dem Pilotkunden Hassia Mineralquellen erste digitale Produkte und Lösungen entwickelt. Der Fokus lag bei uns dabei auf den Daten, das heißt, wie können wir die Daten bereitstellen, analysieren und wie können wir mithilfe der Daten auch dem Kunden einen Mehrwert bieten. Und was genau ist Ihre konkrete Entwicklung? Die konkrete Entwicklung ist im Rahmen der intelligenten Assistenz entstanden. Das Ziel hierbei ist, dass wir dem Operator zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort die notwendige Information bereitstellen, um so die Anlagenverfügbarkeit zu steigern bzw. auf ein Maximum zu halten. Welche Ursachen für eine geringere Anlagenverfügbarkeit haben Sie denn identifiziert und was sind Ihre Lösungen dafür? Wir haben zwei Hauptursachen identifiziert. Zum einen ist der Mangel von Rohhilfs- und Betriebsstoffen ein großes Problem und zum anderen umgefallene Flaschen. Für die erste Variante, das heißt für den Mangel von Rohhilfs- und Betriebsstoffen, haben wir ein System entwickelt, das erkennt, wenn Rohhilfs- und Betriebsstoffe zu Neige gehen, bevor sie zu Ende sind. Das heißt, wir generieren ein Signal, zum Beispiel bei der Etikettiermaschine, bevor die Etiketten das Minimum erreicht haben. Bei der zweiten Entwicklung, bei den umgefallenen Flaschen, haben wir ein Kamerasystem entwickelt, das erkennt, wenn Flaschen umgefallen sind im Lastentransport. Das Ganze macht ein Algorithmus, der wertet das Ganze auch aus und diese Information stellen wir zur Verfügung. Wie genau wird diese Information dem Operator zur Verfügung gestellt? Es geht um die richtige Information zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Und die richtige Information haben wir jetzt, nämlich zum Beispiel, dass eine Flasche umgefallen ist und sich auf dem Weg zur Maschine befindet, um dort einen Maschinenstillstand auszulösen. Der zweite Punkt ist zur richtigen Zeit. Und das ist jetzt, sobald wir die Information haben. Und der richtige Ort, dort wird es jetzt etwas schwieriger. Das ist nämlich der Operator. Und wir wissen nicht, wo sich der Operator befindet. Er wird im Zweifel nicht vor der Maschine stehen und die Information vom Touch bekommen, sondern wir müssen irgendwie die Information zum Operator bringen. Und das versuchen wir mit unserem Produkt Task. Und das schaffen wir auch. Wir schicken die Information an ein mobiles Device, zum Beispiel ein Smartphone, das der Operator bei sich trägt. Und er wird direkt informiert, sobald wir die umgefallene Flasche oder die leer werdenden Etiketten identifizieren. Und dann kann er direkt handeln und zum Ort des Geschehens laufen und das Problem beheben. Bekommt der Operator dann nur die relevanten Meldungen oder bekommt jeder Operator jede Information zugespielt? Nein, so soll es natürlich nicht sein. Das System ist konfigurierbar und flexibel. Das heißt, der Operator bekommt nur die Informationen von seinen Maschinen, für die er zuständig ist, und auch nur die Meldungen, die für ihn relevant sind. Zum Beispiel die leer werdenden Etiketten oder die umgefallene Flasche. Bisher erfolgte die Anmeldung über Tokens. Bleibt es dabei oder gibt es da auch eine Neuerung in dem Bereich der Anmeldung? Da gibt es auch eine Neuerung. Wir haben ein System entwickelt, das Benutzeranmelde- und Verwaltungssystem. Was ist genau die Neuerung? Bislang erfolgte die Berechtigung dezentral. In dem neuen System wird das Ganze zentral gesteuert, maschinen- und linienübergreifend. Das System ist angebunden an die Personalstammdatenbank vom Kunden. Mithilfe von dessen kann man auch definieren, welche Operator welche Berechtigungen erhält, aber auch nachtracken, welche Bedienereingriffe dieser Operator gemacht hat. Die Basis dafür sind die flexiblen Transponder, die beschrieben werden, zum einen mit den Personaldaten oder mit den Personalstammdaten von dem Operator und von der anderen Seite auch mit den Berechtigungen, welche dieser Operator erhält. Diese können flexibel und individuell sein. Der große Vorteil ist die Zwei-Faktor-Authentifizierung. Mithilfe von derer ist es möglich, dass wir Transponder, die verloren gegangen sind, abmelden und das gewährleistet einfach eine viel größere Sicherheit. Der Start war ja sehr vielversprechend. Sie haben positive Erfahrungen mit dem Pilotkunden gemacht. Können denn alle Connected Line Kunden diese Möglichkeiten jetzt nutzen? Das ist das Tolle am Konzept Connected Line. Alle Connected Line Kunden haben standardmäßig ein ReadyKit verbaut. Das heißt, die Daten stehen zur Verfügung und dementsprechend können all das, was wir heute vorgestellt haben, bei den Connected Line Kunden ausgerollt werden. Und die Pipeline an neuen Ideen ist voll, um die Verfügbarkeit der Anlagen hochzuhalten. Wenn auch Sie den Schritt in die Zukunft wagen wollen und die neuen Möglichkeiten nutzen wollen, dann wenden Sie sich jetzt an Ihren Krones-Ansprechpartner. Ich bedanke mich sehr für dieses Gespräch.